Ich darf Lee nicht entkommen lassen. Ich muss die Limousine verfolgen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Mission. Mission ist da unten. Okay, dann machen wir da eine Schnellreise hin. Zack, zack. Auf und davon. Schnellreise zu Mr. Lee. Mit der U-Bahn auf Verfolgungsjagd. Das ist immer gut. Okay. Fragen mich, was sie tun können, jetzt, da ihnen die Gefahr langsam bewusst wird. Ach, gäbe es da doch nur eine einfache Antwort. Es ist klar, dass wir uns der Gefahr durch die Kriminellen bewusst sein müssen. Aber wir müssen auch die zur Rechenschaft ziehen, die uns beschützen sollten. Die Polizei, diese Sable Agents, die für den Bürgermeister arbeiten, der für uns arbeitet. Und wir dürfen niemanden tolerieren, der zur Gesetzlosigkeit in Manhattan beiträgt. Und ja, dazu zählt definitiv auch Spider-Man. Mist, der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Okay, der Teufelsatem ist von dannen gezogen. MJ wird wahrscheinlich irgendwo hinter irgendjemand her sein. Und wieder irgendeine Sneaky-Aktion machen. Der Bahnhof. Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central. Aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Oscorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das Tausendfache. Wir retten nicht nur Ihr Budget, wir retten Leben. Na gut. Bitte lassen Ihre Kinder zu keinem. Hier gibt's viel anzusehen. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter, sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld um über 94%. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter, sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld um über 94%. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mithilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen können, das nie an die Steckdose muss. Cool. Ja, das ist wirklich cool. Will ich haben. Bitte melden Sie sämtliche verdächtigen Aktivitäten. Ist es dasselbe wie auf der anderen Seite? Wahrscheinlich, ne? Okay. Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit Oscorps Cerberus-Schlüssel, dem weltweit einzigen unüberwindbaren Verschlüsselungsalgorithmus. Sie erhalten Tagesnummern und Monatskarten an sämtlichen Selbstbedienungsschaltern. Osborn hat sich wohl Hilfe von außen geholt. Zahlt alles aus eigener Tasche. Diesen Führungsstil braucht ihr. Oscorps revolutionäre medizinische Evakuierungsdrohne, kurz MED, bietet sofortige Notfallhilfe, sogar in den gefährlichsten Gebieten der Welt. Gönnen Sie sich eine Pause und besuchen Sie unser neu gestaltetes Café in der oberen Ebene des Hauptgebäudes. Von Kratzern bis zu Schusswunden. Oscorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate.
Roscorps revolutionäre medizinische Evakuierungsdroge, kurz MED, bietet Roscorps revolutionärer Superstärker Fokus, stärkt das Nervensystem Ihres Körpers, damit Sie mehr als 72 Stunden wach und aktiv sein können. Und das ohne Nebenwirkungen. Wir bei Roscorp machen Ihnen damit das größte Geschenk. Zeit. Sehr schön. So krass. Na, so schön finde ich das nicht. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Ich nehme 3 von denen. Wie viel meinst du, kosten die Dinger? Von Katzern bis zu Schusshunden. Roscorps patentierte Nanotechnologie. Okay, da ist nichts Neues. Dann ist wohl das hier das Letzte. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! À moi! Büro. Geben Sie mir Bürgermeister Osborne. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Okay, es ist ja auch sehr schlau, das Originalgerät da auszustellen, MJ, ne? Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Ergibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Warum nehmen wir nicht? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Ich will nicht sterben. Nein, bitte nicht. Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung! Das ist immer! Okay, will sie nicht aufstehen? Gut, weiter. Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen. Shandong Yishun! Moment! MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erstmal. Ding!
Burbani, ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborne. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Bewegung. Immer langsam hier. Sie dürfen mich nicht sehen. Wo muss ich hin? Hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon. Komm schon. Fast geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Bringen wir dich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich hab mich selbst reingeritten und komm auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sie sind sich noch zu nahe. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Pack ihn. Versuch, diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Los! Jetzt! MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Den aus. Schalt ihn aus. Pack ihn. Okay. Oh oh. Oh oh.
Schalt ihn aus! Das ist so weit weg anscheinend. Pack ihn! Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Los. Startet den Timer. Oh. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Okay, was siehst du? Da sind 4 Kabel. Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Okay, wie löse ich die? Trenn die Kabel von der Batterie. Oh, so ein Chaos. Ach so, ach, das ist ja scheiße. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Okay, das geht hier so rüber. Und rüber. Dann müsste es das hier sein. Abtrennen. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Okay, das geht nach oben. Rüber, runter. Es müsste das da sein. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber nach unten. Nach unten. Okay, dann das. Das? Okay, jetzt das Rote. Geschafft! Gut gemacht! Wow! Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Okay, gut. Hinten steht auch noch einer. Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Okay. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Ah, shit, jetzt hat er mich gesehen. Das war doof. Ist die Mission jetzt gescheitert? Ich weiß gar nicht. Beruhigen die sich wieder? Nein, der guckt nach oben. Scheiße.
Das ist Kacke. Das ist Kacke. Kacke, Kacke. Hallo, ich will da hoch. Okay, MJ, Zeit zu gehen. Okay, das war echt scheiße. Ach, das war noch beschissener. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt mich in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Ob es mich heute wohl erwischt hat? Shit, Mann, Herr. Okay. Okay. Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, da hinten gammelt noch einer rum. Ah, da sind noch Drohnen. Shit. Okay. Alter, es kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das war ja mega shit. Steig in den Zug. Wo geht's zum Zug? Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd.
Warum tun Sie das? Ich begleiche eine Schuld. Bleib wohl besser auf Distanz. Okay, okay. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Meine Chance. Er wird wohl langsam müde. Ab in den Nahkampf. Beenden wir es. Ich muss meine Chance abwarten. Er ist verletzt. Ah, fuck it, Mann. Schnell jetzt, bevor er sich erholt. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Ach, komm schon. Es ist zum Kotzen. Wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen muss. Timing ist alles. Ach komm. Bei sowas bin ich mega schlecht. Oben. Seite. Nach oben. Nein, zur Seite. Oh. Ich will Ihnen nicht wehtun. Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Keine Bremsen? Kein Problem. Ach, jo. Das hat letztes Mal funktioniert. Oh, ja. Juri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch ein Platz gesperrt. Wieso? Nächster Halt, Knast. Wow. Das war jetzt ein Kampf, ja. Das ist nicht so gut bei mir geprägt, diese, wie nennt man das, Hand-Augen-Koordination oder wie man das nennt, abzuschätzen, was als nächstes kommt. Das ist ganz schlecht bei mir. Nach oben oder zur Seite. Ja, ich mache immer grundsätzlich das Gegenteil.
So, Martin Lee ist gefangen genommen worden. Bringt die Ladung zurück ins Labor. Was passiert jetzt als nächstes? Bewegung! Ich habe ja die Befürchtung, dass dieses Silver Sable nicht so mit allen Wassern gewaschen ist. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein! Okay, okay. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Klasse. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Okay. Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein. Erkunde die Stadt. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich mache einen Cut und dann sehen wir am nächsten Part von Spider-Man, wie es weitergeht. Also, bis dahin. Bye-bye. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Auch über ein Abo würde ich mich tierisch freuen. Oder folgt mir einfach auf dem guten alten Twitter. Bis zum nächsten Mal, eure Sally.